Das iranische Staatsfernsehen hat ein Video von der Verhaftung von Nazanin Zaghari Ratcliffe gezeigt. Die Mitarbeiterin der Journalistenstiftung von Thomson Reuters war im April 2016 nach einem Besuch bei Familienmitgliedern am Flughafen Teheran verhaftet worden und wurde wegen Spionage zu 5 Jahren Haft verurteilt. Die Sendung mit den Aufnahmen einer versteckten Kamera sollte belegen, dass Großbritannien versucht, den Iran über den persischen Kanal der BBC zu infiltrieren. Für den britischen Ehemann Richard Ratcliffe ist die Sendung Teil eines Psychospiels. Ihm wird die Einreise in das Land verweigert. Der britische Außenminister Jeremy Hunt schrieb auf Twitter, er werde sich auch künftig für die dauerhafte Freilassung der 40-Jährigen einsetzen. Ihre Tochter, inzwischen 4 Jahre alt, lebt bei den Großeltern im Iran. Ihr Pass wurde eingezogen. Zaghari Ratcliffe wird vorgeworfen, durch die Ausbildung von Journalisten im Iran an einem Umsturz des Regimes gearbeitet zu haben, was sie bestreitet.